blamieren oder kassieren. Und hier ist Elton. Guten Abend. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Stefan Femi. Moin, hallo. So, dann wollen wir mal. Die Regeln sind ja einigermaßen bekannt. Ich habe hier jede Menge Fragen. Wer meint, die Antwort zu kennen, drückt auf den Buzzer, hat dann 5 Sekunden Zeit und muss dann die Antwort nennen. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch, kriegt der Gegner einen Punkt und hat noch die Chance, diese Frage zu beantworten. Ich lese sie aber nicht zu Ende. Soweit verstanden? Wer zuerst 7 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Frage 1. Heute, am frühen Abend, hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr letztes Testspiel gegen Serbien bestritten. War wirklich ein großartiges Spiel. Am kommenden Samstag beginnt jetzt die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz. Titelverteidiger ist, ich kann es immer noch nicht so wirklich glauben, Griechenland. In welchem Land haben Sie denn vor 4 Jahren... Portugal. Stefan sagt Portugal und das ist richtig. Ach, knapp, Femi. Jede der 16 Mannschaften, die an der Fußball-EM teilnehmen, hat 23 Spieler im Aufgebot. Wie viele Spieler fiebern demnach insgesamt ihrem EM-Einsatz entgegen? Ja, jetzt ist Rechnen gefragt. Ich habe es zum Glück hier stehen. Na. Schnaufst du oder rechnest du, Stefan? Ich kann. Na komm. Sonst schließe ich diese Frage. In 368. Wir scheinen, das Publikum hat es schnell ausgerechnet. Das stimmt. 16 mal 23, 368. Ja, da musst du sicher gehen, weißt du? Da rechnest du lieber zweimal. Wieder ein Punkt für Stefan. Nächste Frage. Wie wir wissen, spielen die 368 EM-Teilnehmer, wie wir gerade ausgerechnet haben, aber nicht alle in ihrem Heimatland Fußball, sondern sind bei Vereinen im Ausland unter Vertrag. Eine europäische Liga stellt mit 57 Spielern dabei das mit Abstand größte Kontingent an EM-Teilnehmern. Die Liga welches Landes ist das? Mach du. Welchem Land? Will keiner? Traut sich keiner? Femi? Stefan? Dann schließe ich mal diese Frage. Es ist tatsächlich Deutschland. Ja. Ja. Erst dann England und dann Spanien. Okay, nächste Frage. Jetzt mal zur Abwechslung keine Fußballfrage, sondern ein klassisches Kinderrätsel. Was hat einen Rücken und kann doch nicht liegen und 2 Flügel und kann doch nicht fliegen? Kommt nicht drauf? Also ich habe eine Ahnung, aber das ist mir zu heiß. Okay, dann schließe ich auch hier. Die Nase. Ah. Oh. Lustigerweise wäre auch Pinguin gegangen, weil Pinguin hat zwar einen Rücken, aber der kann da nicht drauf liegen. Der kippt immer wieder auf den Bauch. Das ist tatsächlich so.
Und er hat auch zwei Flügel und kann nicht fliegen. Okay, ja, hast du mal einen Pinguin auf dem Rücken gesehen? Bevor es eine 6 wird, lass uns weitermachen. Ja. So, ich habe noch nie einen Pinguin auf dem Rücken liegen sehen. Zuhören. Ja, guck, geh mal ins Ohr. In der Großen Koalition ist ein Streit darüber entbrannt, wer nächstes Jahr zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. Für die CDU geht Amtsinhaber Horst Köhler ins Rennen, für die SPD Gesine Schwan. Einer von beiden wird wohl die nächsten 5 Jahre den Amtssitz des Bundespräsidenten bewohnen, das Schloss Bellevue. In welcher Räumlichkeit hatte der Bundespräsident seinen ersten Amtssitz, als die Hauptstadt Deutschlands noch... Villa Hammerschmidt in Bonn. Villa Hammerschmidt ist richtig. Wieder ein Punkt für Stefan, 3-0. Ah, trink noch mal genau in Ruhe. Dann mache ich mit der nächsten Frage weiter. Einem bekannten Lied der Comedian Harmonist zufolge steht er draußen am Balkon und ist klein und grün. Wer denn? Der Kaktus. Der Kaktus, der kleine grüne Kaktus. Genau, der Kaktus. Ein kleiner grüner Kaktus. Wieder nur ganz knapp. Frage 7. Wir suchen eine Stadt. In dieser Woche feierte sie ihren 305. Geburtstag. Es ist eine Millionenstadt. Es ist sogar die nördlichste Millionenstadt der Welt. In ihrer belebten Geschichte hat sie mehrfach ihren Namen gewechselt. St. Petersburg. Ja, Moment, ist doch nur die Frage, ob wir das im Nachhinein wirklich suchen. Aber wir suchen es. Wie heißt die Stadt heute? St. Petersburg ist richtig. Ah, 5-0. Was war das denn? Weiß ich, irgendwo hat einer noch mal drauf gedrückt, aber es ist alles gut. Nächste Frage. Welches hohe Amt bekleidet Alfred Gusenbauer? Österreichischer Kanzler. Bundeskanzler Österreichs. Und das ist auch richtig. Mensch. St. Pauli, komm. Nächste Frage. Wenn Stefan diese Frage beantwortet, hat er dieses Spiel gewonnen. Danke. Ein einziger Begriff kann viele verschiedene Dinge bezeichnen. Also wir suchen jetzt quasi ein Teekesselchen. Ein Begriff hat verschiedene Bedeutungen. Und wir suchen jetzt einen. Dieser Begriff ist zum Beispiel ein Park in San Diego. Der heißt so, der Park. In Spanien gibt es eine Gemeinde dieses Namens. Es gibt einen Paartanz, der so heißt. Ebenso ist es die Landeswährung von Panama. Und jetzt. Und es ist auch der Nachname von Rocky. Femi. Balboa. Balboa ist richtig! Nein! Gibt es das? Sehr gut. Ja, unfassbar. Ich hätte gedrückt und ich hätte gedrückt und ich hätte gedacht, eine reale Person hätte ich auf Rocky Gianni getippt. Aber, ach so, eine Währung. Nee. Aber eine Währung heißt nicht Rocky Gianni, das stimmt. Obwohl man weiß es nicht, also was es alles so gibt. Aber das ist eine Währung bei Balboa. Kommen wir zur nächsten Frage, Kinder. Die Einführung des Euro bei uns ist ja schon ein paar Jahre her. Damals konnte man diese sogenannten Starter-Kits kaufen, um sich schon mal an die neuen Münzen zu gewöhnen. Wie hoch war der Eurobetrag in diesen Starter-Kits? Tipp am Rande, dass ihr vielleicht ein bisschen rechnen könnt, Stefan. Jede Münze war genau einmal enthalten. Bei 37. 3,37 ist falsch. Du hast jetzt noch 5 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Wenn ich jetzt beantworte, wenn ich falsch antworte, kriegt er den Punkt. Dann kriegt er wieder den Punkt. Also, ja, dann lass mal lieber. Lass ich lieber, okay. Also ich hätte einen Verdacht, aber das... Entschuldigung, ich weiß es. Na was? Ja, aber nicht, dass er dann drückt. Nee, ist vorbei.
50 Cent mehr. 3,88. 3,88, ne? Ich Idiot, ey. Ja. Ach, Femi, komm. Kein Mut. Ist egal, nächste Frage. Mann! Wieder konzentrieren. Ich hab den 50er vergessen. Welchen Beruf hat Marianne Birtler? Das ist die Chefin der Birtler-Behörde für die Stasi-Akten. Und das ist richtig! Ja. Bundesbeauftragte für die Stasi-Akten, ja. Ah, kann noch ein langer Abend werden. So, nächste Frage und jetzt bitte ganz genau zuhören und konzentrieren. Ich sage euch nämlich jetzt wild durcheinander die Namen der Monate auf. Um genau zu sagen, 11. Einer fehlt und den müsst ihr nennen. April, Oktober, Mai, Februar, Juli, Dezember, März, November, August, Juni und Januar. September. September ist richtig! Sehr gut! Hochkonzentriert, sehr, sehr gut. Kommt nochmal ran, 6-4. Stefan hat aber immer noch Spielball. Wer schrieb folgende Romane? Federn im Wind, Stürmische Begegnung, Schneesturm im Frühling, psch, 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 psch. Wolken am Horizont, Das Ende eines Sommers, Melodie der Herzen, Wilder Thymian, und die Muschelsucher. Also bestimmt noch unzählige mehr, wenn aber... Wenn ich das wüsste, würde ich mich schämen. Danke. Ich habe eine Vermutung, aber das ist nicht. Ich schließe sonst die Frage, Femi schüttelt auch den Kopf, weiß keiner. Sag's. Guckt keiner sonntagsabends ZDF? Rosamunde Pilcher. Ne? Das wäre Rosamunde Pilcher gewesen. Da bin ich mir aber nicht sicher gewesen. Kein Punkt. Also das ist, da ich stehe zu meiner Aussage von eben. So, Achtung, nächste Frage. In welchem Staat liegen die folgenden Städte? Richmond, Aberdeen, Hamburg, East London, Lutzville, Paternoster, Buxburg, Port Elizabeth, Durban, Südafrika. Also Südafrika ist richtig! Ja! Durban, da war's. St. Pauli, Uli. Vielen Dank. Vielen Dank, Elton, meine Damen und Herren. So, und das ist... Wieder mal. Ich habe das vermutet. Ein Spiel an Stefan. Rosamunde Pilcher war mir zu heiß. Ich habe das vermutet. Aber du wusstest es. Ich war mir nicht sicher. So, 11 Punkte für Stefan. Und damit sieht der Punktestand wie folgt aus. 41-25 für Stefan gegen Femi. Aber Femi, guck mal, es sind immer noch 54 offene Punkte. Also, das ist noch ganz entspannt und locker zu drehen, wenn du jetzt Gas gibst.